Heute geht es um das Thema Rohstoffe, also um Öl, Gold, Silber und auch weitere. Wenn dich das interessiert, dranbleiben! Der wichtigste Rohstoff ohne Zweifel ist Öl. Und mit dem wollen wir uns gleich als erstes auseinandersetzen. Das Öl wird seit den 70er Jahren in Form von Futures gehandelt an der Börse. Natürlich gab es schon vorher die Möglichkeit, Öl zu handeln, allerdings nicht in einem dermaßen regulierten Markt wie derzeit. Öl gibt es zwei wichtige Notierungen, einerseits in London, Brent Oil, aber auch WTI, also Crude Oil, in Chicago. Wir wollen uns diesmal mit der Notierung speziell WTIs, also Crude Oil, in Chicago auseinandersetzen. Das Ganze machen wir natürlich charttechnisch, aber auch wir wollen uns mit Gold und Silber sowie Platinum und Palladium und auch weitere Rohstoffe wie Mais, Weizen und dergleichen auseinandersetzen. Soweit, wie gesagt, am Ende des Videos geht es dann nachher um diese Rohstoffe, die letztgenannten. Wir schauen uns das Ganze am Chartprogramm an und legen gleich jetzt da los. Wir schauen uns zuerst einmal die Gesamtübersicht, also die letzten 40 Jahre an. Wir sehen hier nun Folgendes. Und zwar einerseits hier den Boden, der etwa bei 10 Dollar gewesen ist, über einen relativ langen Zeitraum pendelte man hin und her, etwa bei 20 Dollar, unterschritt das dann immer wieder in Richtung 13, 14 Dollar, um dann auch schnell wieder auf die 20, 22 Dollar zu kommen. Dann auch sogar mal etwas ist man drüber geschossen. Und dann auch der Absturz eben noch einmal auf diese 10 Dollar, wie wir es auch im Jahr 86 hatten. Dann nachher nach der Jahrtausendwechsel ist Öl kontinuierlich nach oben gegangen. Für mich hat es da gewissermaßen die Erklärung dahinter ist, dass einerseits die Weltwirtschaft extrem gebrummt hat, aber auch, und das ist das Interessante, es eine massive Spekulation auf Öl gegeben hat. Es hat jetzt die sogenannten Monsterscheine gegeben, wo hier auf Öl-Long-Produkte herausgebracht worden sind. Und weltweit wurden diese Produkte vertrieben und ja, aber Millionen von Spekulanten, von Investoren haben hier auf zulegende Kurse gesetzt, haben dann über Jahre diese Positionen gehalten, haben womöglich gemeint, das geht da ewig so dahin. Ich kann mich dann auch noch gut erinnern, als wir hier da 2008 Mitte des Jahres da die 100-Dollar-Marke geknackt sind oder noch immer höher gegangen sind, als Goldman Sachs schon die 200 Dollar als nächstes Ziel ausgegeben hat, wo ich dann auch sehr, sehr, sehr vorsichtig geworden bin. Im Gegenteil sogar, ich habe da einen Keil erkannt zu haben. Ich habe da diesbezüglich auf meiner eigenen Seite, ihr könnt ja das da aufrufen, da hat es damals eine Shortwette meinerseits gegeben. Wenn wir es hier aufrufen, also übrigens, wenn das so nach unten geht, auf Wall Street Online war dies damals, da kann man sehen, 2006 hat die ganze Sache da begonnen mit dieser massiven Bewegung nach oben, wo ich dann nachher da diesen Vergleich erstellt habe. Ja, das ist es da eben extrem nach oben gegangen. Meine Prognose da im Detail halt eben mit diesem Ziel 150 und dann wird es eben nach unten gehen. Ja, könnt sich das dann auch selbst anschauen.
Zurückzukommen zum Öl, es ist dann nachher tatsächlich der Absturz erfolgte und diverse Spekulanten und Zertifikate und Besitzer und was auch immer, die eben unter anderem speziell bei Lehman Produkte, Rohstoff ETFs bzw. Zertifikate besessen hatten. Lehman war da einer der größten oder überhaupt der größte Big Player auf diesem Gebiet unter anderem. Und all diese Produkte wurden ganz einfach rigoros vernichtet und vielleicht war das auch einer der Gründe, warum man diese Bank nicht gerettet hat. Wie gesagt, die Produkte sind wertlos geworden und damit sind Milliardenvermögen vernichtet worden. Nur das jetzt einmal so eine am Rande, vielleicht eine Erklärung oder eine mögliche Erklärung meinerseits, warum hier die Kurse überhaupt so extrem zugelegt haben. Nach diesem Abverkauf hat man dann noch eine Gegenbewegung gestartet. Man sieht ja da, das hat dann auch relativ lange gedauert. Von 2008 bis 2011 ist es dann noch einmal relativ hoch gegangen, also in diesem Zeitraum von 3 Jahren. Und danach ist man relativ lange seitwärts gegangen, um danach den ersten Einbruch wiederum zu haben. 2018 bin ich dann auch schon sehr, sehr, sehr vorsichtig gewesen. Auch hier da diese Linie, die ich da gemalt habe, habe ich dann auch gesehen, ja, da geht es eigentlich nicht mehr hoch und ich erwarte ein Abkühlen der Weltwirtschaft. Vielleicht gleich da diese Anmerkung meinerseits, Öl ist für mich ein Vorläufer der Weltwirtschaft und meine Befürchtungen und Überlegungen 2018 und dann auch 2019, als wir da nur noch seitwärts gegangen sind, haben das dann auch bestätigt. Wenn wir da jetzt die Zeiteinheit wechseln, eben auf Wochenchart, dann sehen wir Folgendes, dass es hier dann nachher tatsächlich in diesen engen Band seitwärts gegangen ist und eben, wie schon gesagt, die Weltwirtschaft de facto eigentlich nicht mehr gewachsen ist. Es haben zwar die Kurse vergangenes Jahr extrem wiederum zugelegt, wie dies nach diesem Absturz seit eben 2018 im Dow Jones auch hier wiederum zugelegt haben. Der Dow Jones konnte da neue Höchststände erreichen. Dafür maßgeblich war Apple und Microsoft, die auch nicht nur im Dow Jones eine hohe Gewichtung hatten, neben Boeing, wobei diese hohe Gewichtung dann auch verloren gegangen ist, weil Apple das überflügelt hat. Aber das ist jetzt alles ein eigenes Thema. Ich versuche euch nur die Zusammenhänge, die makroökonomischen Zusammenhänge euch ganz einfach näher zu bringen, sofern ihr euch das nicht eh schon bewusst ist. Und diese Zusammenhänge zeigen eben, dass eben Öl ein wunderbarer Indikator, ein vorlaufender Indikator ist, der schon relativ früh begonnen hat zu kippen. Im neuen Jahr, als noch die Börsen neue Höchststände erreicht haben, ist Öl bereits nach unten gegangen. Hier dann nachher Anfang Februar bzw. Ende Jänner mein bekanntes Sentiment-Video, wo ich dann auch kurze Zeit später massiv zu shorten empfohlen habe, diverse Aktien zu verkaufen, auf die Short-Seite zu gehen, wobei ich sehr viele Aktien ja schon bereits vergangenes Jahr empfohlen habe zu verkaufen und zu shorten, unter anderem auch Boeing. Mein Dauerlieblings-Short-Aktie war dies und auch sehr viele andere, die ganz einfach für mich eindeutig klar waren, die werden jetzt fallen. Auch hier noch einmal diese Anmerkung, wir sind hier nicht über diesen Bereich drüber gekommen. Gleich zu Beginn des Jahres, eines meiner ersten Marktausblicke, oder war das überhaupt, ich glaube, das erste Video, wo ich ganz einfach hier schon bereits gesehen habe, na, da kommen wir nicht mehr drüber und ich erwarte massiv fallende Kurse wiederum. Und so ist es ja auch dann gewesen, dann auch diese Unterstützung, die dann auch unterschritten worden ist, mit dem nächsten Ziel auf $42. Und als dann nachher man das seitwärts gebändelt ist und nicht mehr hoch es geschafft hat, ging ich davon aus, ja, da fallen wir jetzt gleich auf die $39.
Und auch dann nachher die darauffolgende Woche, also all die Wochen immer wieder habe ich die Short-Seite gesucht bzw. empfohlen zu shorten. Danach dieser riesige Plumps nach unten, was ein Volltreffer gewesen ist. Und danach in weiterer Folge, danach das Ziel bei $26 in Richtung $17. Die wird allerdings nicht erreicht haben. Wir sind dann auf $19 gefallen, bei $20 schon das Top-Loss gewesen. Und danach ist es jetzt die letzten 14 Tage massivst hin und her gependelt. Und da kommen wir auch gleich zu meiner Prognose für die Zukunft. Was erwarte ich? Ganz einfach, wir pendelten speziell hier jetzt da am Donnerstag, sind wir da massiv hin und her gependelt, nach oben hin und als auch nach unten. Ich erwarte im Rahmen des OPEC-Treffen, dass man sich vielleicht noch nicht konkret, aber zumindest Vereinbarungen trifft, dass man die Ölproduktion massiv zurücknehmen wird und eben dann in weiterer Folge Öl auch in den nächsten Wochen, Monaten zulegen sollte in Richtung $40. Und dann, ja, dann ganz einfach bei diesen $40 verharrt und womöglich dann wiederum auf diese 30, $28 runterkommt. Aber das ist dann auch eine Zukunftsmusik. Also mit anderen Worten, das nächste Ziel meinerseits ist eben, wie schon in einem meiner Marktausblicke der vergangenen Wochen, ich gehe davon aus, dass Öl nun eher wiederum den Weg nach oben suchen wird. Worst Case ist, dass wir dieses Low unterschreiten, also das ist in etwa da bei den $22, noch einmal runterfallen in Richtung $19, ja sogar möglich zu den $17, aber bei diesen $17 empfehle ich dann nachher nachzukaufen, also in mehreren Tranchen nachzukaufen, einerseits jetzt hier herunten und dann auch hier runden und dann auch hier runden. Fakt ist, auch den Saudis tut ein tiefer Kurs mittlerweile, obwohl sie vorgeben und sagen, sie sind nach wie vor noch produktiv, auch wenn es auf $12 fallen würde. Aber auch dieser tiefe Kurs tut ihnen dann auch doch weh, sodass sie eher daran interessiert sind, dass die Kurse doch etwas zulegen sollten, und das wird dann nachher auch das erklärte Ziel sein. Fazit noch einmal, Öl sollte zulegen auf die nächsten 2-3 Monate, wenn die Weltwirtschaft wieder hochgefahren wird, sollte auch danach ein Nachfrageschub eintreten, was zur Folge hat, dass diese übervollen Öllager zurzeit bzw. Rohstofflager, also die Destillate mittlerweile, auch die danach aufgebraucht werden und dann in weiterer Folge die Produktion wiederum in Gang kommt. Also die Long-Seite ist durchaus interessant und Kaufmarken habe ich jetzt gerade genannt, also hier unten und auch hier und hier. Und eine Menge Geduld sollte man mit sich bringen. Die Frage ist natürlich jetzt die, wie kann man das Thema Öl am vernünftigsten umsetzen? Sehr viele gehen dann auch den Weg in Form von ETFs oder auch in Form von Zertifikaten. Man muss allerdings eines dabei bedenken. Öl wird jedes Monat in einen neuen Kontrakt gewechselt. Also Öl findet monatlich eine Lieferung statt und das bedeutet, dass der bestehende Kontrakt verkauft wird und ein neuer Kontrakt gekauft wird. Dies lässt sich natürlich der Emittent, egal ob das jetzt in Form von einem ETF oder in Form von Zertifikaten ist, natürlich bezahlen. Mit anderen Worten, wir haben hier Kosten, die anfallen. Welche Möglichkeiten gibt es nun doch, in Öl zu investieren, ohne einer derartigen Kostenlawine? Ganz einfach, in Form von CFDs. Ich biete oder beziehungsweise ich empfehle einen bestimmten Anbieter, welcher die Möglichkeit hat,
dass das jeweils aktuelle Future rolliert wird, so nennt sich der Fachbegriff dafür. Das heißt, es wird der Kontrakt verkauft und zeitgleich ein neuer Kontrakt gekauft. Es fällt also nur der Spread an, in diesem Fall sind es 3 Cent in etwa. Weitere Kosten gibt es keine. Wir haben einen Hebel, dieser Hebel kann von 1 bis 5 eingestellt werden oder sogar noch wesentlich höher, je nachdem, ob man sich als professioneller Anleger registrieren lassen kann. Und wie gesagt, es wird stetig in den neuesten Kontrakt gewechselt. Man muss hier kein Zutun, ist notwendig, das geht komplett von selbst. Nun ist es so, dass diese Kontrakte eine Differenz haben. Eine Differenz gegenüber dem Vormonat. Es gibt den Contignus bzw. Contago. Diesbezüglich gibt es einen eigenen Artikel, ich verlinke euch das, wo dies etwas näher erklärt wird. Wie gesagt, das Rollieren geht komplett von selbst. Haben wir nun einen höheren Preis und man ist auf der Long-Seite, so wird hier ein Gewinn generiert, der natürlich dann auch wiederum abgezogen wird. Ist der neue Kontrakt allerdings tiefer, so hätte man einen Verlust, natürlich wird auch dies wiederum ausgeglichen. Das heißt, man verliert tatsächlich einzig und allein den Spread durch das Rollieren und keine weiteren Kosten, denn das Restliche wird ganz einfach ausgeglichen. Entweder durch einen Zuschlag in Barform oder eben durch einen Abschlag. Fazit: Ich finde die Möglichkeit, über diesen Anbieter einerseits die kostengünstigste, aber auch die transparenteste und ehrlichste Form in Öl zu investieren. Selbes gilt auch natürlich in all die anderen Rohstoffe, die wir uns jetzt da ansehen wollen. Den nächsten Rohstoff, den wir uns anschauen, ist das Gold, und zwar hier die längerfristige Entwicklung. Wer mein Forum Trader Insight kennt, weiß, dass ich 2002 Gold zum Kauf empfohlen habe. Das muss da irgendwo bei $300 gewesen sein. Ich glaube, ich bin da über dieses Hoch aus dem 99er Jahr rausgegangen, als sie da dann auch noch einmal zurückgelaufen sind. Hintergrund der Geschichte war ganz einfach dies, da eben damals schon Rettungspakete und damit die Geldmenge extrem ausgeweitet worden ist, war es für mich logisch, eine der Fluchtwährungen, kann man jetzt ja nicht sagen, eine interessante Spekulation, allerdings immer wieder ein taktisches Investment war eben in Gold zu investieren. Das war irgendwie gesagt 2002 in etwa muss das gewesen sein und das hat angehalten bis zum Jahre 2011. Damals ging ich davon aus, dass wir auf die $2000 hochgehen. Wir haben kurz vorher gedreht und dann ist das etwas so seitwärts gegangen, bis ich dann nachher, ich glaube 2012 muss das dann gewesen sein, die Notbremse gezogen habe und gesagt, okay, die $2000, die sind abzuhaken. Ich empfehle jetzt Short-Positionen, physische Long-Positionen, nicht zu verkaufen, sondern ganz einfach hier abzusichern, war meine Idee. Eine gute Idee, denn in weiterer Folge ist es tatsächlich extrem nach unten gegangen. Ich habe auch hier damals einmal angenommen, wie wir da nach unten marschiert sind, dass wir noch einmal die Dreistelligkeit sehen sollten. Eine Prognose, die relativ knapp nicht aufgegangen ist. Wir sind da in etwa an dieses Hoch herangelaufen. Ich glaube, das geht sich sogar noch aus, dass es da tiefer auf 900 plus plus noch einmal geht und dann nachher hoch.
Okay, gut, mit dem Sprung nach oben war dann auch eigentlich klar, die Abwärtsbewegung ist zu Ende und wir sind jetzt in einer Aufwärtsbewegung, wobei ich relativ lange zugewartet habe und erst als wir hier dann nachher bei 1288, schaut ganz einfach die Videos vom April des vergangenen Jahres an, Gold wiederum zum Kauf empfohlen habe. Ich habe dann auch eine relativ rasche Bewegung nach oben gemacht. Dann nachher hier so eine eine Bullenflagge war dies. Gehen wir da vielleicht gleich auf den Tageschart zurück. Jedenfalls ist eine lange Seitwärtsbewegung gewesen, wo ich dann auch empfohlen habe, wenn wir dieses Hoch wiederum erreichen, die nächste Long-Attacke nach oben mit dem erklärten Ziel. Und danach bin ich eigentlich relativ bärisch gewesen, dass wir dann noch einmal da extrem runterfallen. Und auch die letzten Wochen, da bin ich auch relativ bärisch gewesen, wo ich davon ausgegangen bin, wir gehen da noch einmal massiv runter in diesen Bereich. Wer short gegangen ist, ja, der ist sogar schön ins Plus gekommen. Aber als wir hier dann auch wiederum hochmarschiert sind, war das dann auch sehr zweifelhaft und ich habe eigentlich empfohlen, da bei der grauen Linie die Position aufzulösen, also das Thema Short jetzt eben da bei Seite zu lassen, denn es scheint so, als möchte Gold wesentlich höher. Wir haben dann auch einmal da diesen Retest gehabt und jetzt da sind wir auf dem Weg nach oben. Wobei man dazu sagen muss, Gold muss unbedingt dieses Hoch herausnehmen, um übergeordnet ein Langsignal zu generieren, welches uns dann in weiterer Folge in Richtung Alltime hochbringen könnte. Ich scroll da jetzt etwas zurück, wiederum auf die Wochenbasis, wenn wir das dann nachher hier ein bisschen besser sehen. Also das nächste Ziel, wenn wir die 1700 überschreiten, ist durchaus in diesem Dreh, ja vielleicht haben wir sogar dann auch hier dann eine kleine Übertreibung, so dass wir in etwa auf 1800 hochmarschieren. Also dieses Hoch daher, das sollten wir dann auch anvisieren. Mit anderen Worten, es sind in etwa 100 Dollar nach oben hin drinnen. Ja, das sollte dann auch schon ein bisschen an Widerstand bieten, aber dann noch in weiterer Folge ist es durchaus möglich, dass wir dann nachher hochmarschieren in Richtung Alltime hoch. Auch hier ist wiederum Hintergrund der Bewegung oder wieder makroökonomisch betrachtet, warum sollte es so hoch gehen? Aus dem einfachen Grund, so wie damals im Jahr 2000, 2002, Rettungspakete, Geldmengenausweitung, so sehen wir das Ähnliche derzeit auch in den USA. Die vergangene Woche wurden mehrmals beschlossen und auch bekräftigt, dass es einerseits eben den Ankauf von Firmenanleihen geben wird, aber auch die Notenbank bereit ist, alles Mögliche zu tun, um eben die Wirtschaft unter Anführungszeichen zu retten, beziehungsweise nicht nochmal wie 2008, 2009 es zu einer Liquiditätsengpass kommen darf. Und das bedeutet, dass ganz einfach Geld gedruckt wird ohne Ende und das sollte den Goldpreis, also Gold, nach oben hin massivst beflügeln. Aber wie gesagt, es ist einmal notwendig, dass die 1704 überschritten werden und dann in weiterer Folge die 1800. Ich runde es jetzt ganz einfach auf, wir können auch hier anlegen, dann haben wir die 1800 gerade und dann nachher die nächsten 100 Dollar, 120 Dollar nach oben ist dann nachher das weitere Ziel. Also wir gehen da in Etappen hoch und ja, die Longseite sollte bevorzugt werden. Auch hier gilt dasselbe wie beim Öl.
Ich empfehle auch wiederum, diesen Markt in CFD-Form zu handeln, das heißt hier Positionen einzugehen in Form von CFDs. Man hat hier einen Spread, der nur wenige Cents ganz einfach sind, die man hier zu bezahlen hat, in Relation zu einem Zertifikat oder was auch immer, ist das ganz einfach bedeutend wenig. Also wir sind da im Promillebereich wohlgemerkt, beziehungsweise im unteren Prozentbereich, also das ist ein Viertelprozent, wenn ich das jetzt richtig über den Kopf gerechnet habe, dann ist das ganz einfach unbedeutend von den Kosten her. Man kann auch hier das Volumen sehr klein dosieren, das heißt immer wieder nachzukaufen, immer wieder in eine Bewegung hinein Positionen aufzubauen und ganz einfach mit sehr kleinen Risiko starten, wenn das dann auch in die richtige Richtung nach oben läuft, wiederum nachzukaufen in einen Rücksetzer. Und ganz einfach das Risiko mit einem Stop-Loss, der natürlich dann im Plus sein wird, sehr, sehr, sehr zu begrenzen. Ja. Okay, gut. Dann schauen wir uns die nächsten Märkte an. Dieses Mal machen wir das etwas anders. Und zwar bin ich jetzt da direkt auf meiner Handelsplattform, sprich bei meinem Broker. Den nächsten Markt, den wir uns anschauen, ist Korn, also das Mais. Übrigens vorher mal da die Übersicht, was wir da alles haben, also beginnend halt eben von den Sojabohnen, Cotton, also Baumwolle, Weizen, Gas, Öl, Gold, Kaffee, Naturgas, Kakao, dann haben wir hier den Zuckerrüben, Korn, also Mais, Heizöl, Crude Oil und dann gibt es auch noch andere Sachen, aber auf die kommen wir erst nachher zu sprechen. Okay, gut, wir schauen uns jetzt zuerst einmal den Mais an. Der Mais ist in einer Bodenbildungsphase. Wir haben diese Phase ja bereits schon seit dem Jahr 2014, wo wir einmal an diesen Boden gelaufen sind, dann auch hier das zweite Mal und jetzt, da dürften wir kurz davor sein, wiederum einen Boden auszubilden. Auch das passt makroökonomisch sehr gut in das Gesamtbild hinein. Und zwar aus dem einfachen Grund hat eben 2018, 2019 noch einmal das Hochlaufen, so wie das auch bei den Aktienmärkten war, so sahen wir das auch jetzt hier beim Mais. Ich gehe davon aus, dass wir hier herunten, wie ich gerade vorhin sagte, einen Boden bilden sollten, also bei etwa 313 könnte durchaus sinnvoll sein, hier eine Long-Position einzugehen. Der nächste Markt, der meiner Meinung nach auch recht interessant ist, der Zuckermarkt. Und da schauen wir uns das auch am besten hier an. Das ähnliche Bild, hier eine Bodenbildung, die halt eben in weiterer Folge auch die Spekulation offen lässt, ja, dass wir tatsächlich hier einen Boden eingehen oder einen Boden finden sollten oder kurz davor sind oder schon gefunden haben, sodass wir dann mit einer Gegenbewegung auf Monate durchaus rechnen können. Auch hier die Empfehlung, wiederum hier auf das kleinste Positionsvolumen zu gehen und sich dadurch auf einen Subkonto, ja, ich selbst habe halt ein eigenes Rohstoffkonto, wo halt ein Betrag X oben ist, wo ich ganz einfach kleinste Positionen kaufe und dann über Monate ganz einfach diese Positionen halten werde. Das nächste, was wir uns anschauen, sind die Sojabohnen. Auch hier gilt das Ähnliche. Wir haben hier da eine längerfristige Linie, vielleicht schaut das so ein bisschen besser aus, nein, ist nicht möglich. Okay, gut, also eine längerfristige Linie, wir sind da ein paar Mal jetzt darunter gefallen, aber das könnte trotzdem noch im Rahmen des Erlaubten sein. Wir sind da mal kurzfristig sogar darunter gewesen, sehe ich jetzt gerade. Also auch hier wäre die Spekulation eher auf der Long-Seite zu suchen. Danach haben wir hier die Baumwolle. Baumwolle, ja, da glaube ich eher, da könnte das noch wesentlich tiefer fallen in Richtung $36. Also da rate ich lieber abzuwarten.
Nächster Markt ist Kaffee. Ja, Kaffee ist in einer Aufwärtsbewegung, wobei das jetzt auch wiederum relativ zurückgekommen ist. Also hier rate ich eher, die Füße still zu halten und ganz einfach abzuwarten, bis wir wieder hier herunten sind und dann auch eine Long-Position einzugehen. Weizen, auch ein Markt, der allerdings meiner Meinung nach jetzt da relativ weit oben ist. Also hier könnte es durchaus lohnenswert sein, eher auf fallende Kurse zu setzen. Also hier der Weg nach unten, auch hier wiederum, man kann hier kleinste Positionen einzugehen. Okay, gut, das ist ein Positionsvolumen, was ich halt immer wieder verwende, aber für einen anderen Markt, okay. Wie gesagt, hier die Überlegung eher auf der Short-Seite. Den nächsten Markt, den wir uns jetzt anschauen, ist Naturgas. Okay, gut, hier sollte auch sich ein Boden ausbilden. Wenn man sich das jetzt also anschaut, so sind wir da jetzt nahe diesen Low herunten. Das heißt, es ist da durchaus möglich, da sehen wir das jetzt, dass auch das konform mit dem Öl ein Boden sein könnte, dass das noch etwas höher geht. Auch beim Heizöl, hochinteressant. Da liegt die Linie hier auf und dann auch hier und hier. Also auch hier ist scheinbar ein Boden gefunden worden. Vielleicht noch einmal einen Rücklaufen. Also da sehen wir schon nach unten. Auch hier haben wir das gleiche, dieses Gap, was wir auch beim Öl gehabt haben. Also eben da auch wiederum auf der Long-Seite ist es durchaus möglich. Gasoil, okay, gut, auch bei diesem Markt sehen wir hier, dass wir da sehr weit herunten sind, aber auch hier könnte die Longseite interessant sein. Dann noch haben wir den Kakao. Okay, gut, der Kakao ist da mittendrin und irgendwo im Niemandsland, also diesen Markt würde ich eher empfehlen, jetzt einmal die Beine stillzuhalten und sich nicht zu positionieren. Soweit jetzt auf die Schnelle diese Märkte, die auch meiner Meinung nach durchaus interessant sind, sowohl ein paar Märkte auf der Long-Seite als auch ein paar Märkte auf der Short-Seite. Dann habe ich noch in einem eigenen Ordner meine Metalle, unter anderem auch das Gold und das Silber. Hier da ist eine kleine Übersicht, Gold braucht man nicht mehr eingehen, das haben wir schon vorgemacht. Aber das Silber schauen wir uns noch schnell an. Beim Silber hatten wir die Situation, dass wir einen massiven Absturz sahen in Richtung 11 Dollar. Wir sind aber jetzt schon auf dem Weg nach oben. Ich muss dazu sagen, Silber handle ich nicht, obwohl das auf der Shortseite recht interessant gewesen wäre. Silber ist mir, ja, mehrere Gründe, warum ich Silber ganz einfach nicht mag. Das beginnt einmal damit, Thema Positionsgröße bzw. Spread und so weiter, unhandlich für mich, aber es ist auch auf der Plattform oben, man kann es handeln. Dann auch haben wir das Platinum, auch beim Platinum, da hatte ich lange Zeit ja, eine bevorzugte Meinung, die wäre gewesen hier, dass es darauf lang dreht, ist nicht eingetreten nach einem Verlust meinerseits, auch das mache ich, Verlust ist klar, wurde die Position ausgestoppt und es ist dann auch wesentlich tiefer gegangen. Derzeit habe ich da jetzt da keine Meinung, beziehungsweise schon eine Meinung, dass es wieder nach oben geht, aber für mich absolut unklar und daher lieber mal die Füße stillzuhalten und abzuwarten. Dann haben wir auch das Palladium. Beim Palladium, ja, da habe ich eigentlich gehofft, dass wir dann noch einmal in diesen Dreh hin runterfallen, bevor man sich dann nachher long positioniert. Es ist zwar runtergefallen, aber leider nicht so tief, wie ich es haben wollte. Pech gehabt, es wurde kein Limit, Buy-Limit, Long-Limit ausgelöst und die Position wurde nicht eingegangen. Ganz interessant ist das Kupfer, Dr. Cooper auch genannt, also ein Wirtschaftsindikator.
dieser hat den langfristigen Trend, den wir hier aus dem Jahr 2002 hatten, mit dem massiven Anstieg, danach hier die Korrektur. Auch das ist hochinteressant, wenn man sich das ein bisschen näher anschaut. Wann war das exakt? Ja, das war 2008. Also genau damals, 2007, hat die Sache begonnen zu bröckeln. Wieder das Thema Makroökonomie, also sich das genauer mal anzuschauen, das Zusammenspiel halt eben von Rohstoffen, Wirtschaft, Nachfrage und dergleichen. Also das ist auch massiv nach unten gegangen, die Linie hat gehalten und es ist dann auch wieder hochmarschiert. Bis wir halt eben hier dann nachher 2015 das nächste Mal diese Linie berührt haben. Hier läuft der wunderbar nach oben, also noch besser kann man das eigentlich gar nicht zeichnen. Hier diese Berührung, dann auch diese und halt jetzt da eben, ist halt die Gretchenfrage, mit dem Bruch dieser Trendlinie ist gesamtwirtschaftlich mit einer weiteren Abschwächung zu rechnen. Auch hier danach 1, 2, 3 und danach haben wir hier die 4. Also wer auf meiner Homepage das Thema 3+1 sich anschaut, ist das ein sehr, sehr, sehr warnendes Beispiel. Was unter Umständen noch einmal ein Abkühlen der Wirtschaft beinhalten kann oder auch nicht. Ist wie gesagt ein eigenes Thema. Jetzt, da sind wir nahe herangelaufen, zwar noch nicht ganz, haben das noch nicht berührt, aber ich rate da ganz einfach einmal abzuwarten bei diesem Markt. Fazit. Das Thema Rohstoffe ist äußerst interessant. Von dem Hintergrund her, die Weltwirtschaft benötigt Rohstoffe. Ob das hier im Lebensmittelbereich ist, ob dies im verarbeiteten Gewerbe ist, Silber zum Beispiel, ein wichtiger Rohstoff in der Hochtechnologie, aber auch Gold, welches speziell von der Schmuckindustrie benötigt wird, und natürlich das Öl, welches einerseits der Schmierstoff der Wirtschaft ist, bezogen jetzt auf das Transportwesen, Flugverkehr, aber auch natürlich LKWs, wie auch die privaten Fahrzeuge und auch natürlich die Plastikindustrie. Ein ganz kleiner Teil ist natürlich auch der Pharmabereich davon betroffen. Wie ich schon vorhin sagte, auch du hast die Möglichkeit davon zu nutzen. Wenn du jetzt da sagst, ja, das ist mir jetzt alles etwas zu viel gewesen, ich will hier ganz einfach, dass du mir hilfst, dann melde dich ganz einfach bei mir. Es gibt den Premium-Dienst, aber bevor es soweit ist, lass uns ganz einfach einmal darüber sprechen, wie deine Interessen sind, beziehungsweise was du vorhast und welches deine Ziele sind. Melde dich ganz einfach bei mir, unten gibt es die Möglichkeit des Links, wo ich ganz einfach über Skype oder eben per E-Mail und dann sprechen wir ganz einfach. Schönes Wochenende!